Nun aber zu den eigentlichen Problemen. Also, willkommen erstmal zu meinem Podcast. Das ist die zweite Ausgabe, die wir machen. Letzte Woche war meine Kollegin Heidi Reicheneck hier gewesen. Es war, wie ich finde, ein äußerst gelungener Auftakt. Wir sind hier für die, die es nicht sehen können, in dem Fraktionsraum der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, dem Clara-Zetkin-Saal. Und ich habe heute einen spannenden Gast, nämlich meine Kollegin Gesine Lötsch. Sechsmal direkt in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Das stimmt, seit 2002. Ja, da kann man ja zunächst einfach auch mal Respekt zu sagen. Und unsere Idee ist also gewesen, wir haben ja gerade eine turbulente Woche, wir werden eine noch turbulentere Woche als Linke vor uns haben. Und ich dachte, es ist ja im Moment so, dass jeder kräht hier ja rum und denkt, er kann hier also eine dicke Lippe riskieren. Und also wir haben im Team gedacht, vielleicht ist es so, dass drei Leute vielleicht ein bisschen eine dicke Lippe riskieren können, nämlich Gesine, Sören Pellmann und Gregor Gysi, die Direktmandate gewonnen haben bei der letzten Wahl. Ansonsten würde ja gar keiner sitzen. Weder die 10, die jetzt aus der Fraktion gegangen sind, noch ich zum Beispiel, was bedauerlich wäre. Aber deswegen haben wir gedacht, das hat ja einen Grund, wenn man 6-mal direkt in den Bundestag gewählt wird. Und zunächst mal interessiert mich natürlich nochmal, auch bei deiner Erfahrung, die du hier mitgebracht hast, bei den Höhen und Tiefen, natürlich nochmal, wie du eigentlich die Situation jetzt einschätzt. Weil man hört ja, man liest ja, einige freuen sich, wo ich also das schon relativ schräg finde, wenn eine Linke sich spaltet, wie man sich darüber freuen kann. Also innerhalb der Linken, dass andere sich freuen, ist ja logisch. Aber das ist ja eingepreist. Deswegen würde mich ja einfach nochmal, wie nimmst du das eigentlich wahr? Was sind deine Empfindungen jetzt eigentlich auch, nachdem das gerade hier wirklich den Bach runtergeht? Also ich finde, dass die bevorstehende Auflösung der Fraktion ein absolut schwerer Schlag ist für die Linke, nicht nur im Bundestag, sondern in der Bundesrepublik und auch in Europa. Ja. Wir waren ja noch eine der, ich muss sagen, letzten etwas größeren, stabileren Parteien in der europäischen linken Familie. Aber natürlich ist es für mich persönlich auch ein starker Tiefschlag. Ich bin überhaupt nicht erleichtert, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin todtraurig und frage mich auch, wie wir politisch uns hier wieder herausarbeiten sollen. Natürlich werde ich alles dafür tun, dass die Linke wieder einen besseren Stand in der Gesellschaft hat. Aber ich finde auch, man kann jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern man muss mal schauen, wie haben sich die Dinge, warum entwickelt und wer trägt auch Verantwortung wofür. Natürlich ist es leicht zu sagen, die 10 Abgeordneten, die jetzt aus der Partei ausgetreten sind, tragen die Verantwortung. Die haben eine große Verantwortung, eine schwere Verantwortung. Aber wir wissen ja auch, dass es Beschlüsse gab, die darauf hinarbeiteten, dass insbesondere eine Person geht. Und so etwas hat natürlich immer Folgen. Und ich finde, wenn man Schritt A geht, sollte man über Schritt B schon vorher und möglichst auch C und D nachgedacht haben. Das erscheint mir nicht in jedem Fall so gewesen zu sein. Also ich empfinde das auch als persönliche Niederlage, weil ich ja zu denen gehörte, die versucht haben, diese Spaltung zu verhindern. Das ist mir auch nicht gelungen. Und jetzt geht es darum, auch zu zeigen, erstens, dass man aus dieser Niederlage lernt. Und ich kann, wie gesagt, weder Erleichterung noch Aufbruch erkennen, sondern ganz im Gegenteil, es ist eigentlich mal eine Stunde der Trauer und der Demut. Und dann müssen wir unsere politischen Felder bestimmen und versuchen auch in der politischen Landschaft und nicht nur im internen Kreis wieder Fuß zu fassen. Na, ich finde, du hast ja nochmal gesagt mit der Trauer, man kann es ja, letztendlich ist das ja eine Trennung, die hier stattfindet und es gibt ja, glaube ich, wenn man sich scheiden lässt, gibt es ja auch so ein Trennungsjahr oder so, das ist schon mal gut, dass es das nicht gibt, würde ich sagen. Aber trotzdem ist es natürlich auch Zeit, mal in der Tat zurückzublicken, das empfinde ich auch so. Und das, was du gerade angesprochen hast, also wenn wir zum Beispiel nach Italien gucken, da kann man sich ja angucken, das Ergebnis davon, wenn linke Parteien sich spalten und jeder meint, also er hat jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, da gibt es de facto ja gar keine Linke mehr, aber eine Faschistin als Ministerpräsidentin. Mich interessiert nochmal, ich habe das einleitend ja nochmal gesagt, was glaubst du, du hast das gerade angesprochen, konzentrieren auf bestimmte Schwerpunkte. Das muss man, denke ich, ja auch in einem Wahlkreis machen, wenn man ihn 6-mal gewinnt, weil die Leute müssen ja irgendwie wissen, wofür stehst du denn eigentlich? Und das würde mich jetzt nochmal interessieren zum Einstieg. Was würdest du sagen, ist eigentlich das Erfolgsrezept? Weil ich finde, wir müssen ja nicht alles neu erfinden, sondern es macht ja Sinn, durchaus auch mal zu gucken, dass die, die bei uns erfolgreich sind, und das ist ja im Moment überschaubar, nachweislich sind nur die erfolgreich, die direkt gewonnen haben. Das kann ich ja zunächst mal hier feststellen. Da würde mich noch mal interessieren, was würdest du sagen, auch aus diesen 6-maligen Wahlerfolgen, was kann man daraus ableiten? Auch für das, wir müssen ja versuchen, einen neuen Aufbruch irgendwie hinzubekommen. Und da helfen mir jetzt ja nicht besonders tolle Reden oder auch nicht ein besonders toller Podcast, so wie wir ihn hier haben. Also ich glaube, wichtig ist, dass man im Alltag der Menschen verankert ist und versucht, wo es Probleme gibt, wo es auch die Möglichkeit gibt, konkret zu helfen oder Dinge einfach zu befördern, dass man die auch nutzt.
Und das Leben der Menschen lernst du ja nur kennen, wenn du nicht nur irgendwo hier im Bundestag sitzt und in die Kameras lächelt, sondern ich habe an unzählig vielen Veranstaltungen teilgenommen. Seit vielen Jahren gehe ich zum Beispiel immer zur Jugendweihe sowieso, aber auch zur Einschulungsfeier und halte da eine kleine Rede, spreche über die Vorzüge des Lesens zum Beispiel und würdige auch die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer. Und das ist erstaunlich, genauso wie die Jugendweihreden, sehr, sehr nachhaltig. Ich war neulich in meinem Schwimmbad und dann sagt eine Mitschwimmerin, wenn ich das mal so ausdrücken darf, ja, heute beim Frühstückstisch haben wir gerade über Sie gesprochen. Aha, sage ich, worum ging es denn? Ja, Sie haben die Einschulungsrede bei unserem Enkel gehalten und unser Enkel macht jetzt Abitur. Also sich das 18 Jahre zu merken, so das darf ist aber nicht wirksam, wenn du eine Eintagsfliege bist. Und dann ist es ja so, dass man als Bundestagsabgeordneter, wenn man sich dahinter klemmt, auch Leuten konkret helfen kann. Also nicht immer, ich sage auch immer, ich kann Ihnen nichts versprechen, aber selbstverständlich haben wir enge Beziehungen zum Jobcenter und du weißt es selber aus deiner Arbeit, wenn du als Abgeordneter dich an die wendest, du kehrst halt die Treppe von oben und kannst häufig etwas erreichen, nicht immer. Wohnungsfragen, Krankenkassen, also so ganz, ganz praktische Fragen, wo die Leute auch sagen, ah ja, die Frau Löth, die hat mir geholfen. Das ist natürlich nicht die Garantie, dass sich die Leute das für immer merken, aber so etwas spricht sich auch Aber es zahlt sich ja aus. Ich meine, das, was du gerade erzählst, das kann man ja auch sehr schön, das gilt übrigens für alle Parteien in der Regel, man kann sich ja sehr schön angucken, also wer vor Ort konstant aktiv gewesen ist, der hat in der Regel auch merklich und messbare mehr Erststimmen als Zweitstimmen. Das ist ja ganz interessant. Und ich finde, darüber sollten einige auch mal hin und wieder nachdenken. Nämlich, also wir nennen ja keine Namen, ist klar. Kann man ja nachschauen. Kann man ja nachschauen. Dass die eine besonders große Klappe haben, also besonders schlechte Erststimmenergebnisse haben. Das kann man einfach mal hier mal so feststellen. Weil ich glaube, wenn wir darüber reden müssen, das neu zu machen, sind ja solche Erfahrungen, wie kann man denn erfolgreich sein, schon eine entscheidende Frage. Und das ist ja eine langfristige Sache, die man sich erarbeiten muss. Richtig. Und da würde ich jetzt noch mal nachfragen, wir haben jetzt ja nicht mehr so viel Zeit. Also wir müssen jetzt uns ja neu aufstellen. Hilft alles ja nichts, um als Fraktion zurück in den nächsten Bundestag zu kommen. Und wir müssen ja das, was du über so viele Jahre auch in deiner Zeit im Abgeordnetenhaus ja gemacht hast, müssen wir als Bundespartei, wenn man so will, und dann als Gruppe mutmaßlich, müssen wir in einem Zeitraffer sozusagen hinzubekommen. Was wäre deine Idee? Wie könnte man das machen? Also ich glaube, man muss die konkreten Dinge, die man vor Ort macht, auch mit den Aussagen im Bundestag verbinden. Also, und da ist es natürlich wichtig, dass wir ganz eindeutig, ganz klar verständlich sagen, wofür wir zum Beispiel das Geld ausgeben wollen, Gesundheit, Bildung, Soziales und wofür wir es nicht ausgeben wollen. Zum Beispiel wollen wir es nicht den Rüstungskonzernen in den Rachen werfen. Und damit unterscheiden wir uns ja auch von allen anderen Parteien. Und das wird ja auch zum Beispiel diese Mehrausgaben für die Rüstung, wird ja hinter schönen Worten versteckt oder inzwischen schon sehr brutalen Worten. Also unser Minister Pistorius, der für Verteidigung zuständig ist, spricht jetzt von kriegstüchtig. Ja, jetzt hat die CDU noch eins draufgelegt, die hat gesagt, kriegstüchtig und siegfähig. Und solche Worte sollen in unsere Gehirne gehämmert werden. Und da muss es eben Leute geben, die sich dem entgegenstellen. Und das müssen wir natürlich auch machen. Diese Art der Aussagen, der Tätigkeit mit der Arbeit vor Ort verbinden. Da darf es also keinen Widerspruch geben, finde ich jedenfalls. Und ja, du hast natürlich, wenn du vor Ort aktiv bist, du bist ja auch in deinem Anglerverein zum Beispiel aktiv, da darfst du ja nicht nur einmal hingehen, ne? Wenn die Leute, wer sind sie, Namen vergessen, sondern die müssen das Gefühl haben, du bist oft da. Immer geht natürlich nicht, dazu sind ja die Wahlkreise viel zu groß, aber häufig hat man ja auch die Reaktion, ach ja, sie sind ja immer da. Sie kommen ja immer, auch wenn der Wahltag nicht in fünf Minuten schon ist. Und diese Kontinuität ist natürlich auch eine wichtige Sache. Und klar, jeder hat einen anderen Wahlkreis, aber dass man eben Kontakt hat und aktiv ist in Vereinen, da gibt es ja tausend Sachen, da gibt es die Schule, da gibt es die Freiwilligenagentur, da gibt es Bürgervereine. Da kann man natürlich nicht überall Vorsitzender sein, ist ja auch nicht Sinn der Sache. Aber man kann auch bestimmte Sachen selber organisieren. Also eine Sache, die ich zum Beispiel auch sehr wichtig finde, die ich auch seit vielen Jahren mit einem Verein in der Tat organisiere, wo ich Vorsitzende bin, aber es ist eben halt nur einer inzwischen,
Das ist ein sogenannter Chorsommer. Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Das war früher etwas, was das Bezirksamt organisiert hat. Also ich sag mal die kommunale Verwaltung. Die fühlten sich dann irgendwann nicht mehr in der Lage. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das ehrenamtlich als Verein. Und die Chöre bewerben sich bei uns. Und wenn wir im Chor mal nicht auftreten lassen können, weil ja die Zeit ja auch mal begrenzt ist, also muss ja auch alles organisatorisch irgendwie klappen, damit die auch alles schön proben können, damit es gut anhört und so weiter. Das sind Dinge, die natürlich in der sich die Leute merken und sagen, ja, das ist eine tolle Sache. Die sprechen natürlich auch darüber. Ja, und das ist eine Sache, die wichtig ist. Dann lade ich immer ein zum Frauentag. Das sind ja auch so Erinnerungen. Und häufig wird ja auch gesagt, ach, Jugend, ja, Jugend ist wichtig. Aber auch die Älteren, die leben ja auch noch. Und die gerade die Älteren, die schon im Ruhestand sind, haben ja auch den ganzen Tag Kontakte, nicht auf der Arbeit, sondern in ihrem Verein, in ihrer Sportgruppe. Das sind ja auch die vor allem fast alle geschlossen zur Wahl gehen. Ja. Auch das kommt hinzu, die Älteren gehen zur Wahl. Und die reden natürlich auch viel mit ihren Nachbarn oder mit der, was weiß ich, mit der Gymnastikgruppe oder was es da so gibt oder mit dem Schachverein. Und das darf man nicht unterschätzen. Und es ist ja nur kein Geheimnis, dass wir alle älter werden. Und ich finde sowieso, dass wir in unserer Gesellschaft so eine Vergöttlichung fast haben der Jugend. Alles, was, wenn man was als gut bezeichnen will, sagt man, ist jung. Und wenn man eine Veranstaltung zum Beispiel runtermachen will, dann sagt man, da waren nur Alte. Ja, aber vor allem, es kann ja gar keine Pauschalisierung geben. Also ich kenne viele Alte, die halte ich für vollständig behämmert. Und ich kenne auch voll viele junge Leute, die auch noch deutlich jünger sind als ich, die ich für auch vollständig behämmert halte. Oder was mir übrigens gerade einfällt, ich war übrigens auch im Chor. Im Schulchor vom Gymnasium Ösede und ich habe an zwei Aufführungen sogar teilgenommen. Oh, toll. Die Carmina Burana. Oh, Mensch, Carmina Burana finde ich ja. Ja, super. Und wir hatten einen sehr guten Linken. Also, ich komme aus einer Gegend, wo es sehr wenig linke Lehrer gibt. Mhm. Die waren alle in der CDU. Ist also völlig schwarz verseucht dort gewesen. Aber einen gab es, der auch einen tollen Kunstbegriff hatte und der hat, und das war die größte Herausforderung, weil das ist in Schulchören nicht üblich gewesen. Wir haben von Mikis Theodorakis und Pablo Neruda Canto General aufgeführt. Wunderbar, ja, toll. Also das war total gut. Da war ich dann natürlich auch aus ideologischen Gründen wirklich in dem Fall dabei. Ansonsten war ich ehrlich gesagt nur im Chor, weil es gab immer eine Chorfahrt. Ach, na ja, warum also, nicht? Ja, wir sollen ja nicht lügen. Deswegen will ich das auch deutlich sagen. Ich will Gesine noch mal bei Folgendem anknüpfen. Ne? Wir haben jetzt ja schon, wir sitzen ja hier als Linke seit vielen Jahren natürlich in einer sehr privilegierten Form. Und wir könnten hier natürlich nicht sitzen, wenn wir nicht die Tausenden von Mitgliedern hätten, die auf die Leitern klettern, die Plakate aufhängen und die eine Partei am Laufen und am Leben übrigens halten. Und deswegen finde ich ist ja auch ein bisschen gerade Aufgabe von uns, zunächst mal natürlich ein Stück weit ja auch zu trauern über das, was passiert, denn das tun die auch. Es gibt ja eine ganz große Verunsicherung Klar. bei unseren Wählern, aber natürlich auch bei den Mitgliedern, die zum Teil ja seit Jahrzehnten dabei sind. Gerade übrigens auch in Ostdeutschland, wo Leute dabei gewesen sind und die rote Fahne hochgehalten haben, 89, 90, wo nicht klar war, ob man sich an die Laternenpfähle hängt. Das, in anderen Ländern ist das anders gelaufen. Mhm. So, und ich finde, da habe ich ja auch dann einen sehr konservativen Begriff, dass man so eine Partei da auch nicht verlässt, die auch so eine Geschichte hat. Und wir wollen ja auch ein bisschen Mut machen. Und du hast ja viele Höhen und Tiefen mitgemacht. Und was mich natürlich nochmal interessiert, also es lief ja schon mal bei uns nicht besonders gut, nämlich 2002. Wenn es jetzt gut läuft, sind wir ja schon noch eine Gruppe mit ein paar Leuten und das war ja damals die Situation, also für die Jüngeren muss man daran ja nochmal erinnern, dass wir als damalige PDS eine verheerende Wahlniederlage hatten und wir nur noch mit zwei direkt gewählten Abgeordneten im Deutschen Bundestag vertreten waren, nämlich mit dir, Gesine Lötsch und Petra Pau. Mhm. Und ihr wart ja nur noch zu zwei und das war ja damals auch schon eine Zeit, es ist ja nicht so, dass hier auch an vielen Stellen der Verwaltung und schon gar nicht bei den anderen Parteien Leute sitzen, die uns irgendwie nett sind oder wohlgesonnen sind. Nein, die sind uns in der Regel nicht wohlgesonnen und haben euch beiden ja, und ihr wart ja nur noch zu zweit, auch noch wirklich malträtiert mit so einem Kleinzeug. Was mich jetzt wirklich nochmal interessiert, ihr habt das ja schon geschafft und ihr wart nur noch zu zweit. Trotzdem noch eine wahrnehmbare Politik zu zweit für die PDS zu machen. Und vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Sachen auch Revue passieren lassen und noch mal sagen, was kann man davon mitnehmen? Weil wir sind dann ja gestärkt und zwar massiv gestärkt auch wieder zurückgekommen. Ja, also ich glaube, ich habe auch eine
Premiere gehabt im Vergleich zu vielen anderen Mitgliedern des Bundestages. Ich habe also meine erste Rede in der konstituierenden Sitzung gehalten, wo ich dann unsere Rechte eingefordert habe. Wir wollten ja eine Gruppe werden, was uns verwehrt wurde. Das kann ich dann noch mal ein bisschen genauer ausführen. Und kurz vorher ist der damalige Präsident Wolfgang Thierse wieder bestätigt worden. Nicht unbedingt unser Freund, auch richtig. Und der sagte dann, es wäre ein Ausdruck von... Aber Stefan Liebig ist unser Freund. Der ist unser Freund, das ist ja richtig. Ja, das fällt mir gerade Aber ein, der ja. Sagte dann, also es wäre Ausdruck quasi gewachsener Demokratie, dass es eine Fraktion weniger gibt. Ja. Damit meinte er uns. So, dann kam also mein Einsatz und ich sagte dann, also ich gratuliere ihm zwar zu seiner Wahl, aber eins will ich ihm sagen, machen sich keine Illusionen, wir kommen wieder. Naja, haben natürlich alle mehr oder weniger geschmunzelt. Manche haben vielleicht auch höhnisch gelacht, was ich dann ignoriert habe. Aber da haben wir uns ja auch entschieden, Petra Pau und ich, was ist jetzt unsere Aufgabe? Und unsere Aufgabe war, aus unserer Sicht, den Leuten möglichst viel Mut zu machen. Wir haben also versucht, im Bundestag doch mit den verschiedensten Mitteln und Methoden, die vielleicht von manchen belächelt wurde, aber doch so ein bisschen auch Aufmerksamkeit zu erregen. Wir haben uns immer in den Kernzeiten aufgeteilt. Wir durften ja, obwohl wir keine Gruppe waren, nicht beide zu den Themen reden, also nicht beide auf den Kanzler in Anführungsstrichen antworten, sondern immer nur eine von uns. Und dann hatten wir auch keinen Tisch. Dann war ich mal bei Extra 3, die haben uns dann einen Tisch geschenkt. Und da wir keinen PGF hatten, mussten wir immer selber schauen, was ist gerade los im Plenarsaal, wollten uns nicht so richtig weit entfernen. Dann haben wir mal einen Picknickkorb mitgebracht, waren also, auch ihr große hat, ihr Fotos. Ihr hattet übrigens an dieses Foto, erinnere ich mich noch, ihr hattet was so ein ganz geiles, ich kenne die Debatte noch, ne? Also das, da merkst du ja auch die Kleinlich- und Piefigkeit der damaligen Leute. Also ihr sitzt da zu zweit, müsst ja alles ohne PGF, alles alleine machen und ohne einen Tisch. Also du hattest ja die Blätter immer da auf den Tisch. Und ich erinnere mich an ein Foto, da habt ihr irgendwie, wusste gar nicht, dass es sowas Cooles gibt. Ihr hattet so einen Rollkoffer dabei, wo man einen Tisch ausklappen konnte, was ich eine absolut geile Sache finde. Ich habe das nie wieder woanders gesehen. Ja, da gab es dann natürlich auch Aufregung, ob das schon illegal war. Und dann gab es auch mal eine Situation, an die ich mich erinnere. Wir haben ja immer die Fragestunde genutzt. Die Fragestunde ist ja nicht unbedingt das Highlight des Bundestages, aber wenn man jede Gelegenheit nutzen muss, dann tut man das natürlich. Und du kennst ja den Plenarsaal und weißt, dass man da von einer bestimmten Seite im Prinzip gar nicht die Regierungsbank sieht oder nicht gesehen wird. Jedenfalls ein relevanter Teil der Regierungsbank. Das ist auch schon fast eine andere Klimazone, könnte man sagen. Ja. Und dann haben wir uns so in die hinteren Reihen der SPD-Fraktion gesetzt, um überhaupt einen Blickkontakt zu haben. Und dann kam eine Abgeordnete der SPD ganz aufgeregt auf uns zu und kreischte uns an, wir sollen uns woanders hinsetzen, dann hält man uns vielleicht hier noch für SPD-Abgeordnete. Und da habe ich dann gesagt, wissen Sie, an unseren Fragen wird man merken, wir sind keine SPD-Abgeordneten. Ja, das aber da hätte ich mich, aber ich hätte mich auch weggesetzt. Also wenn es da Verwechslungsgefahr gegeben hätte. Nein, die gab es garantiert nicht. Wir wollten nur, dass derjenige, der uns die Frage beantwortet, uns auch sieht und wir ihn sehen natürlich. Und ihr musstet doch, ihr wart ja nur zu zweit. Wir sind ja in einer besseren Situation, in Anführungszeichen, wenn man so will, sind ja schon noch ein paar mehr. Aber ihr musstet ja zu zweit, du musstest dich ja voll konzentrieren. Das war ja noch damals die PDS natürlich, damals ja auch noch mit einer extrem viel besseren Ergebnissen parallel zu einem schlechten Bundesergebnis, gerade in den ostdeutschen Ländern. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, ihr wart nur zu zweit, das heißt ja, du musst dich ja in einer Art und Weise so konzentrieren, dass du überhaupt noch irgendwas nach draußen transportieren kannst. Was würdest du sagen, was waren die Themen und wie habt ihr versucht, das so zu fokussieren, dass die Leute noch mitkriegen, hey, es gibt noch eine PDS im Bundestag? Also es war ja die Zeit, wo Hartz IV beschlossen wurde und die sogenannte Gesundheitsreform, also mit anderen Worten die Zuzahlung. 10 Euro, genau, ne? Ja, Praxisgebühr. Die Praxisgebühr, aber auch Zuzahlung zum Beispiel zu Brillen oder anderen Dingen. Früher war das ja nicht der Fall, ist ja verschärft worden, gab zwar ein paar Ausnahmen für Kinder und so weiter, aber trotzdem, also erheblich. Und da du selbst Brillenträger bist, weißt du ja, was so eine Brille kostet oder auch Kontaktlinsen und so weiter. Und da waren wir, als erst haben wir so Informationsmaterialien erarbeitet. Da war die Bundesregierung noch gar nicht so weit. Die wurden uns aus den Händen gerissen. Und wir haben auch damals noch, also schöne Erinnerung, Lothar Bisky, Rolf Kutzmutz, Unterschriftensammlung vor einer Poliklinik gegen die Praxisgebühr gemacht. Die Bilder haben wir immer noch. Mhm. Also das haben wir natürlich versucht. Und dann die zentrale Frage damals, ja, Hartz IV. Genau. Und meine These ist auch, hätte es damals eine starke Linke im Bundestag gegeben, und das ist ja gerade auch die Lehre für heute, dann wäre diese Schweinerei zumindest
nicht in dieser Brutalität beschlossen worden. Und aber das ist ja, wenn ich dich unterbrechen darf, aber das ist ja genau die Situation, in der wir jetzt sind. Richtig. Du bist ja nun eine wirklich respektierte Haushaltspolitikerin. Wir haben hier einen Sparhaushalt. Es wird kurz und klein im Sozialbereich, im Kulturbereich hier rumgekürzt. Also unfassbar gleichzeitig eine irre Aufrüstung mit einer Kriegspropaganda. Das ist ja nicht mehr normal, was wir hier erleben. Und das wäre auch meine These. Das ist natürlich gerade jetzt die Schwächung und das da Niederliegen der politischen Linken in diesem Land, vor allem der parlamentarischen. Nur deswegen können sie das ja auch in dieser, das ist ja auch eine Skrupellosigkeit. Unter Kohl wären ja auch bestimmtes Vokabular, eine bestimmte Sprache, du hast eben Pistorius mit kriegstüchtig genannt, das wäre undenkbar damals gewesen und das ist mittlerweile ja normal, dass wir hier Rechenschaft kriegen, wie viel Schuss Munition eigentlich wohin geliefert wurde. Ja. Das sind doch kaputte Zustände. Also das wird doch jetzt erst recht gelten, wenn wir uns zum Beispiel auch den jetzigen Haushaltsentwurf angucken. Ja, natürlich, das ist ein großes Drama, vor allen Dingen, weil ja auch Parteien, die in den Wahlkampf gezogen sind mit Slogans, keine Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete, das ja jetzt völlig umgedreht haben und sagen, das ist jetzt alles ganz anders. Das ist jetzt die Speerspitze der Rüstungslieferung. Und da du Kohl erwähnt hast, das finde ich schon ganz interessant. Also wie gesagt, sehr jung zu sein ist ja immer ein Vorteil, aber es ist natürlich auch manchmal nicht falsch, wenn man schon ein paar Erfahrungen hat. Und gerade ältere Abgeordnete oder auch Mitglieder von Parteien, die vielleicht schon gar nicht mehr in einer aktiven Politik sind, die sagen, naja, die Generation Kohl-Genscher, die wussten noch, was Krieg ist. Und so Abgeordnete auch, ich sage jetzt mal, der mittleren Jahre aus der SPD und Grünen, sie sagen, sie sind ganz entsetzt, dass die Jungen, das sind die Schlimmsten. Mhm. Also die dann hier in T-Shirts rumlaufen, mit Leoparden-T-Shirts, lass die Leos frei. Ja, wo man denkt, also eine völlige also wirklich Infantilisierung dieser Probleme. Genau. Und weil die sich aber Krieg nicht vorstellen können. Die kennen da vielleicht so ein Videospiel oder einen Film und denken, oh, sitze ich auf dem Sofa und dann ist da der Krieg. Und ich glaube, das hat auch sehr, sehr viel damit zu tun, dass eben dieser historische Bezug, aber auch das Wissen und das emotionale Wissen auch gar nicht gewollt ist. Ja. Also man könnte ja mit den auch mit Älteren in der SPD reden, also oder mit Älteren in der CDU, gut, Kohl ist nur tot, aber da gibt es ja noch ein paar Leute, die vielleicht die eine oder andere Erinnerung haben. Also was ich nochmal finde, ich will darauf nochmal zurückkommen, also das ist ja die politische schlimme Seite der Probleme, die wir als Linke gerade haben. Aber um das so ein bisschen nochmal abzurunden, unser Gespräch hier. Ich erinnere mich, ich bin damals 2004, also ich bin auch nicht mehr der Jüngste, sagen wir mal so, der Jüngste hier. Ja, muss ja auch nicht sein. Muss ja auch nicht sein. Man, zuerst aber, ist man überall Jüngste, dann ist man so Mittelfeld und dann aber wir fühlen uns ja ganz gut. Genau, sonst würden wir auch so, hier nicht so sitzen. Ich bin 2004 das erste Mal in den Parteivorstand damals gewählt worden, auf dem Parteitag in Potsdam, bei Babelsberg, das weiß ich noch sehr genau. In der Caligari-Halle. Ja, richtig. Und da war übrigens das Schönste, das hat die Parteitagsregie irgendwie nicht benannt, dass da im Eingang Münchhausen auf der Kugel unter der Decke hing und das war natürlich für die ganzen Medien, die uns ja wirklich also sehr wohlgesonnen schon immer waren, natürlich das schönste Schnittbild. Ne? Bei jedem Beitrag kam erstmal diese Münchhausen-Kugel, also schöne Scheiße, aber die hing so weit unter der Decke, konntest du ja nicht verdecken. Ist ja auch ganz egal. Das, was mir dann aber da eingefallen ist, und das war ja noch dann die Zeit, 2005 dann die neuen Neuwahlen zum Bundestag, aber ich weiß noch, dieses Jahr, wo ich auch im Parteivorstand war, das ist dort eine, und ich finde, das ist was, worum wir kämpfen müssen, dass wir sowas wieder hinbekommen. Das war eine ganz enge Zusammenarbeit. Wir haben im Parteivorstand in Absprache mit dir und Petra zum Beispiel damals die Agenda Sozial entwickelt, wo wir mit ehrenamtlichen Leuten, mit euch beiden im Bundestag, in den Landtagsfraktionen, ja versucht haben, wieder Leben in den Laden reinzubekommen. Und ich glaube, das wäre doch so, wenn du zurückblickst, vielleicht auch wenigstens ein kleiner Hinweis. Wir haben jetzt einen Parteitag in Augsburg, in Bayern, haben wir einen Parteitag. Und das ist doch vielleicht noch mal etwas, was man jetzt auch der Partei und auch denen, die jetzt in Zukunft die Entscheidung treffen müssen, vielleicht auch nochmal mitgeben kann. Was würdest du da sagen, waren da so die besten Erfahrungen? Das hat ja auch Spaß gemacht, obwohl wir in einer ganz, ganz schwierigen Lage gewesen sind. Als die Partei hat ja damals sich entschlossen und das an vielen Stellen ja auch umgesetzt, Menschen ganz konkret zu beraten. Also
also zu helfen. Nun wird gerne gesprochen über die Kümmererpartei. Da muss man allerdings sagen, das kann man natürlich nicht alles so wiederholen. Das begann ja Anfang der 90er Jahre, aber da waren ja Leute aktiv, die aus dem Berufsleben gedrängt wurden, ja. Also die Ende 50, Anfang 60 waren, die diszipliniert, gut ausgebildet und gut organisiert waren. Und diese Generation ist entweder verstorben oder halt zu alt, um so eine Arbeit noch machen zu können. Aber das sind natürlich immer, du musst eine konkrete Sachen haben, ein konkretes Projekt und vor allen Dingen, finde ich, musst du auch immer emotionale Höhepunkte schaffen. Ja, genau. Ich organisiere ja im Auftrag der Fraktion und hoffentlich dann auch der Gruppe in jedem Jahr auf dem Bebelplatz das Lesen gegen das Vergessen. Der 10. Mai, Erinnerung an die Bücherverbrennung durch die deutschen Faschisten 1933. Ja, mit Persönlichkeiten wie Beate Glasfeld. Beate Glasfeld, eine lange, enge Zusammenarbeit. Und das ist eben mir auch wichtig. Sie war ja unsere Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin, aber ich kannte sie ja vorher. Das fand ich übrigens in meiner linken Laufbahn mit einer der stolzesten Momente. Da war ich so stolz, in dieser Fraktion zu sein. Beate Glasfeld mit dieser Geschichte, mit diesem so irren Leben, was sie geführt hat und führt, dass wir, das war ja auch maßgeblich dein Anteil. Das du hast stimmt, ja, ne? So, ja, das, da wir, das war hatten, nicht ganz einfach. Das war eine der besten Momente, also wo man dann ja auch voller Stolz wirklich in der Verwandtschaft, im Freundeskreis, in der vollgerauchten linken Stammkneipe abends wirklich hingehen konnte und sagen konnte, ja, das ist hier unsere Bundespräsidentschaftskandidatin. Genau, und den Kontakt mit Beate Glasfeld, wie gesagt, den gab es vorher schon im Zusammenhang mit einer Ausstellung, die sie hier durchkämpfen musste gegen die Verkehrsminister Deutsche Bahn. Wir halten aber ja immer Kontakt. Wir hatten sie ja auch immer wieder eingeladen. Wir hatten ja hier gemeinsam diese große Ausstellung. Genau, im Bundestag haben wir sie damals mit Unterstützung dann auch von Wolfgang Schäuble damals. Ja, genau, der das vergessen. Auch gegen seine eigenen Leute durchgesetzt hat, die das nicht so toll fanden. David Ollier, also den Maler, der die schrecklichen Bilder von Auschwitz hinterher gemalt hat, aus der direkten Erinnerung. Damals ist auch Igor Levit hier aufgetreten zu dieser Veranstaltung. Wofür Schäuble aus seiner eigenen Fraktion auch nicht nur Beifall gekriegt hat. Ich finde, erstens muss man solche Höhepunkte haben, auch das Lesen gegen das Vergessen immer auf dem Bebelplatz, das war ja gerade unser Ausgangspunkt, wo eben auch Schauspieler, Schriftsteller mitmachen, ohne Honorar, der Ehre willen. Ja. Und solche Kontinuitäten, die finde ich unheimlich wichtig, um überhaupt erfolgreich zu sein. Man muss sich immer wieder was Neues ausdenken, zusätzlich. Es gibt ja auch immer wieder neue Herausforderungen. Aber dass man auch sagt, ja, das machen wir immer. Und wir hatten ja kurz zu Anfang über die Erfahrung in den Nachbarstaaten gesprochen. Du hast Italien erwähnt. Ich denke auch an Frankreich. Auch da gab es ja mal eine große, stolze Kommunistische Partei. Frankreich, genau. Selbst die Sozialistische Partei ist ja quasi nicht mehr existent. Genau. Aber was es in Frankreich immer noch gibt, das Pressefest der Zeitung de l'Humanité. Genau. Eine ganze Woche, und ich war auch mehrfach da, nehmen sich dann Verbündete der Partei oder Mitglieder oder wie auch immer, die ihr wohlgesonnen sind, die nehmen sich eine Woche Urlaub, gestalten dort das Fest, dann sind sie ein Jahr weg und sagen, aber im nächsten Jahr arbeiten wir hier wieder ehrenamtlich. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch so feste Bezugspunkte schaffen können, dass die Leute sagen, ja, immer im September oder immer im Oktober oder immer im August, da ist das von der Linken und da will ich dabei sein und da treffe ich auch meine Leute alle. Ja, ich finde, es war ein total gelungener Abschluss des Ganzen, also nochmal zu sagen, sich auch nochmal dran zu erinnern, warum sind wir Sozialisten, aus welcher Tradition kommen wir, was hatten wir auch für stolze Momente, was hatten wir auch für Abgründe, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, aber sich daran hin und wieder mal erinnern, ein Geschichtsbewusstsein zu haben, ich glaube, das ist das Beste, was man ins Gepäck packen kann, um dann wieder anzugreifen. Genau, und das ist unser Ziel. Besten Dank für deinen Besuch, Gesine, wir fighten weiter. So ist das. Tschüss.